Hallo und willkommen zum Thema Datenbanken. Was ein gewöhnlicher Innerjoin zwischen zwei oder mehreren Datenbanktabellen ist, kennen wir ja schon. Im Ergebnis dieses Joins finden sich immer Zeilen, die über bestimmte Attribute miteinander verbunden werden, meist über Fremdschlüssel. Im heutigen Video geht es jedoch um eine besondere Variante des Joins, den sogenannten Outer Join. Was einen Outer Join so besonders macht und welche Möglichkeiten er uns bei Abfragen bietet, schauen wir uns jetzt genauer an, hier in meiner Lieblingsbäckerei. Guten Morgen. Hallo Sarah. Einen Kaffee wie immer bitte. Und pack mir was Süßes zum Mitnehmen für später ein. Danke dir. Was ist nun das Besondere an einem Outer-Join? Ganz kurz gesagt, beim Outer-Join werden, wie beim gewöhnlichen Join auch, Zeilen aus mehreren Tabellen miteinander verbunden. Mit einem Unterschied. Es werden im Ergebnis auch Zeilen angezeigt, für die keine Zeile aus der anderen Tabelle existiert. Das Ergebnis enthält an dieser Stelle einfach Nullwerte. Wann macht das Sinn und wie formuliert man einen Outer-Join? Das schauen wir uns jetzt genauer an. An einem Beispiel hier aus der Bäckerei. Unser Beispiel lautet folgendermaßen. Eine Tabelle Firmenhandy enthält Daten über Telefone, die MitarbeiterInnen zugeteilt werden können. Das Fremdschlüsselattribut MAPID enthält die Mitarbeiter-ID der Person, an die es ausgegeben wurde. Ist das Handy noch verfügbar, steht dort einfach Null. Und wichtig für unser Beispiel, nicht jeder bekommt ein Firmenhandy, sondern nur manche. Wir möchten nun folgende Auswertung erstellen. Eine Liste aller MitarbeiterInnen, auf der auch ihre Firmenhandynummer steht. Ein Inner-Join würde folgendermaßen aussehen. Wir beginnen wie gewohnt mit Select und den gewünschten Spaltennamen. Das sind hier die Mitarbeiter-Personen-ID, der Vor- und der Nachname sowie die Telefonnummer des Firmenhandys aus den Tabellen Mitarbeiter und Firmenhandy. Und wir verbinden beide Tabellen mit einem Inner-Join über den Fremdschlüssel miteinander. So sieht das Ergebnis unserer Abfrage aus. Es enthält alle MitarbeiterInnen mit ihrer jeweiligen Handynummer. Doch hoppala, MitarbeiterInnen, die kein Firmenhandy besitzen, werden hier nicht angezeigt. Beim Inner-Join werden nämlich nur jene Zeilen angezeigt, die erfolgreich verbunden werden. Und zwar nur diese. Jene ohne Firmenhandy werden hier daher nicht angezeigt. Auch die Telefonnummern der noch verfügbaren Firmenhandys scheinen im aktuellen Ergebnis nicht auf. Wollen wir dies auch in der Liste anzeigen, so greifen wir zu Outer-Joins. Diese können Zeilen, die nicht verbunden werden können, auch anzeigen. Outer-Joins funktionieren sehr ähnlich wie Inner-Joins. Sie verbinden Tabellen, aber sie geben zusätzlich Zeilen aus, die nicht verbunden werden konnten. Es gibt drei Varianten des Outer-Join. Left, Right und Full Outer-Join. Diese unterscheiden sich darin, aus welchen Tabellen die nicht verbundenen Zeilen in das Ergebnis übernommen werden sollten. Angenommen, wir haben eine Tabelle A und eine Tabelle B und wir wenden darauf den Full Outer-Join an. Das heißt, wir geben alle Zeilen beider Tabellen aus und kombinieren dabei die Zeilen unter einer bestimmten Bedingung. Angenommen, unsere Bedingung ist, dass die Werte dieser beiden Spalten gleich sein sollen. Dann sieht die Ergebnistabelle wie folgt aus. Für die erste Zeile von Tabelle A wird eine passende Zeile aus Tabelle B gesucht. Hier gibt es aber keine, daher wird sie in der Ergebnistabelle mit Nullwerten ergänzt. Dann wird die nächste Zeile von A angesehen. Für diese gibt es eine der Bedingungen entsprechende Zeile in Tabelle B. Daher werden diese beiden Zeilen miteinander kombiniert. Auch für die nächste Zeile von A finden wir eine Zeile in B. Das geht dann mit allen Zeilen sofort. Am Schluss werden dann noch die Zeilen von Tabelle B, die noch nicht in der Ergebnistabelle vorkommen, weil sie mit keiner Zeile von A verbunden werden konnten, hinzugefügt und auch mit Null aufgefüllt. Von der Schreibweise her ändert sich eigentlich nicht viel. Wie wir hier sehen, verwendet man einfach nur das passende Outer-Join-Schlüsselwort. Es gibt auch hier die Möglichkeit, Using zu verwenden, falls wir gleichnamige Spalten bei der Join-Bedingung haben. Die anderen beiden Varianten des Outer-Join funktionieren genauso. Sie unterscheiden sich nur in folgendem. Beim Left-Outer-Join werden alle Zeilen der links vom Schlüsselwort angegebenen Tabelle ins Ergebnis übernommen. Beim Right-Outer-Join sind es alle Zeilen der rechts angegebenen Tabelle. Ein Right-Outer-Join kann übrigens auch immer als Left-Outer-Join geschrieben werden. Dazu tauscht man nur die Reihenfolge der beiden angegebenen Tabellen. Und bei der dritten Variante des Outer-Join, dem Full-Outer-Join, werden, wie wir ja schon wissen, alle Zeilen beider angegebenen Tabellen im Ergebnis aufgelistet. Zurück zu unserem Beispiel. Ändern wir die Abfrage von vorhin und verbinden die beiden Tabellen über einen Left-Outer-Join. Auf diese Weise erhalten wir folgendes Ergebnis. Nun scheinen auch MitarbeiterInnen ohne Firmenhandy in der Liste auf.
Wir sehen hier nun auch Sarah Weiss, die mich vorhin bedient hat. Der Left Outer Join ist übrigens der am häufigsten verwendete Outer Join. Lasst uns nun einen Right Outer Join verwenden. Dieser zeigt alle Zeilen der zweiten angegebenen Tabelle an, egal ob diese verbunden werden konnten oder nicht. In unserem Fall also alle Firmenhandynummern, egal ob sie schon jemandem zugewiesen wurden. Sehen wir uns das Ergebnis an. Und ja, wir haben nun eine Liste aller Firmenhandynummern mit dem jeweils zugeteilten Mitarbeiter, der jeweils zugeteilten Mitarbeiterin, sofern vorhanden. Wurde ein Firmenhandy noch keinem zugewiesen, so sind die entsprechenden Felder mit Null befüllt. Was, wenn wir aber beides wollen, alle MitarbeiterInnen sowie alle Firmenhandynummern in einer Liste? Dann verwenden wir den Full Outer Join. Dieser liefert alle Zeilen beider angegebener Tabellen. Hier sind sowohl MitarbeiterInnen wie Sarah Weiss ohne Firmenhandy sowie auch freie Firmenhandynummern vermerkt. Der Leiter der Bäckerei kann nun mit dieser Liste klar sehen, wer noch kein Firmenhandy hat und auch, welche Nummern er noch vergeben kann und kann so recht einfach weitere MitarbeiterInnen mit Handys ausstatten. So, das waren nun schon die wichtigsten Informationen zu Outer Joins und ihren Varianten. Ihr wisst nun, wann man diese benötigt und wie man sie verwendet. Ich hoffe, es war einiges Wissenswertes dabei. Und bis zum nächsten Mal!